David Bowie wäre nicht David Bowie, wenn er nicht immer wieder unerwartet musikalische Haken schlagen würde. So wie anno 1983, als er zusammen mit den Schickmachern Nile Rodgers und Dennis Edwards echte, pure Disco-Mucke machte. Und genau danach war der Meister jetzt mal wieder. Bowie hat ein neues Album für die Tanzfläche gemacht und dabei jede Menge Drum-and-Bass-Sounds in seine Songs eingerührt. Warum? Das erklärt er uns jetzt. Viele hatten David Bowie schon abgeschrieben. Nachdem er bis Ende der 70er zu den absoluten musikalischen Trendsettern gehört hatte, geriet er später mit eher schwachen Alben ins Abseits. Erst vor 2 Jahren gelang ihm mit dem eigenwilligen Album Outside ein künstlerisches Comeback. In den 90ern fühle ich mich als Songwriter glücklicher, als ich es für eine sehr lange Zeit war. Dance ist im Moment die politischste Musik. Außerdem ist Dance-Musik sehr vital. Ich denke, es ist die experimentellste Musikform seit vielen Jahren. Es hat sich eine vollkommen neue Musiksprache entwickelt. Und dies wird die Basis dafür sein, wie Musik in den nächsten 10 Jahren klingen wird. Und das macht es sehr spannend. Jamming good with Weird and Gilly. Golden years, gold. You can't say no to the beauty and the beast. Let's dance. Day in, day out. Day out. Are you trying to feel the different? Man kann die verschiedenen Zeiten durch die Musik fühlen. Ich denke, sie sind so etwas wie ein musikalisches Tagebuch des späten 20. Jahrhunderts. Im Januar feierte David seinen 50. Geburtstag mit einem großen Konzert. Als Gratulanten waren Bowie-Verehrer wie Billy Corgan, Sonic Youth, Foo Fighters oder Lou Reed neben ihm auf der Bühne zu finden. David ist gut, weil er einer von den Menschen ist, die das, was sie machen, aus Leidenschaft tun. Und solche Menschen sind immer gut. Er schaffte es, Songs sehr magisch und surreal klingen zu lassen. Das liebte ich an ihm. Ich fing an, Bowie zu hören, als ich 10 oder 12 war, und ich habe nie damit aufgehört. Ich höre ihn immer noch. Ich habe nie bewusst versucht, innovativ zu sein. Ich stand mit meinen Füßen immer fest im Hier und Jetzt. Wahrscheinlich habe ich daraus immer andere Schlüsse gezogen als andere. Ich sehe absolut zuversichtlich in die Zukunft, weil die Gegenwart völlig großartig ist. Ich genieße das Leben wirklich. Es ist einfach klasse.